So, Großmeister Rustem Dautovic bei uns hat seine Partie gewonnen. Rustem, Glückwunsch. Dankeschön. Euch auch der erste Saisonsieg für Deizisau in der Bundesliga damit steht fest, ne? Ja, das ist der erste Gewinn. Und man muss schon sagen, das ist eine neue Erfahrung für uns, weil wir sind in der Oberliga haben wir angefangen und jetzt sind wir in die erste Liga aufgestiegen. Jetzt ist das spannend und interessant. Und ausgerechnet die erste Runde ist in Baden-Baden, wo ich schon mehrere Jahre für Baden-Baden gespielt habe, praktisch in der gleichen Lokalität. Das freut mich einfach. Ich sehe die gleichen Leute, mit denen ich schon jahrelang gespielt habe, meine Freunde. Und das macht richtig Spaß. Okay, heute war der Gegner ziemlich leicht, also kein schwerer Gegner. Und ich glaube, wir gewinnen ziemlich hoch. Aber danach wird es spannend, weil natürlich die erste Liga ist schon eine richtige Herausforderung für die Mannschaft. Mal sehen, wie es läuft. Ich glaube, wir werden schon froh sein, so unter die ersten fünf zu kommen. Aber das wird nicht leicht sein. Das ist doch mal eine ernsthafte Ansage hier. Vorher haben wir mal gesagt, Klassenerhalt, Klassenerhalt. Also erste Ja. fünf ist ein realistisches Ziel. Ja, wir wollen schon ein bisschen höhere Ziele setzen, weil, okay, Klassenerhalt ist okay, aber ich glaube, Sven würde sich freuen, wenn wir dann unter die ersten fünf gekommen wären. Erste drei? Das, Oh nein, erste drei, das wird schon sehr, sehr schwer. Nein, das ist, glaube ich, ausgeschlossen. Aber die ersten fünf, ich glaube, das ist machbar. Weil wir sind ziemlich gut aufgestellt, wir haben Leko, wir haben gute Leute und ja, eigentlich sehr ausgeglichen. Wir haben mit dieser Aufstellung recht locker die zweite Liga gewonnen und ziemlich locker aufgestiegen, davor noch die Oberliga. Insofern, wir haben uns so sukzessive verstärkt und ich glaube, wir können eigentlich mit Zuversicht nach vorne blicken. wie ist deine Rolle als einer der nicht mehr ganz jungen Spieler? Bist du so ein bisschen auch Mentor oder Trainer für die jüngeren deutschen Spieler, die ihr im Team habt? Wie ist das aufgeteilt? Ja, ich betreue mal ein bisschen die Spiele, weil ich bin Mannschaftsführer und im Falle, wenn die Stellung unklar ist, entscheide ich praktisch, ob da Remis gemacht werden soll oder nicht. Ich hoffe, ich komme vielleicht in den Genuss mit Vincent Krämer ein bisschen mal ein paar Worte zu wechseln. Und davor habe ich die Leute auch betreut im Sinne von ein bisschen organisatorisch, also dann Taxi bestellen oder dann Schlüssel sammeln. Aber zum sachlichen Inhalt ist bisher nicht gekommen, aber es kann ja noch werden. Mal sehen. Das ist auf jeden Fall interessant. Also strebst du eine Funktionärslaufbahn auch noch an, Oh, nebenbei? das nicht. Das war einfach eine Bitte von Sven, dass ich diese Rolle übernehme. Aber ich habe sie ein bisschen schon davor ausgeübt. Wie gesagt, also solche Sachen wie, wo man sich praktisch um die Mannschaft ein bisschen kümmern muss, ja. Und das mache ich nach wie vor und das mache ich gerne, weil ich ja die Leute sind, können sich dann eher auf die Vorbereitung konzentrieren und dann, wenn ich alles mache, was rundrum sozusagen ist. Aber du spielst auch noch selber mit. Deine Partie heute ging leicht von der Hand. Das war ziemlich leicht. Also ich habe mich ein bisschen selbst gewundert. Ich dachte, er hat sehr gut gespielt und ich dachte, das wird zum langsamen Remis. Aber nachdem diese Stellung gekommen ist, wo ich zwei Läufer habe, ich habe plötzlich verstanden, dass ich auf Gewinn stehe. Weil ich habe das bis zum Schluss nicht kalkulieren können. Ich dachte irgendwie, er schafft das durch den Springermanöver, durch die Springermanöver irgendwie einen der Läufe abzutauschen. Und mit ungleichwertigen Läufen wäre das natürlich Remis. Aber dann habe ich gesehen, ich gewinne das doch, ja. Und das hat mich gefreut natürlich. Letzte Frage, soweit ich weiß, sind wir beide aus südlicheren Gefilden jetzt wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Hast du dich ans Wetter schon wieder gewöhnt, ans deutsche Wetter? Oh ja. Endlich mal ein bisschen so Altweibersommer zum zweiten Mal in diesem Jahr. Das freut mich sehr. Davor war natürlich der Sommer ziemlich miserabel. Also erst die ganze Zeit nur regnerisch. Aber ehrlich gesagt fühle ich mich etwas besser in diesem Klima als in Gibraltar. In Gibraltar war natürlich schon alles ziemlich, das Wetter war ziemlich heiß. Also das war schon eine richtige Herausforderung. Und wenn das so heiß ist, 30, 40 Grad und eigentlich nur Sonne pur. Ich bin noch von Russland aus so ein bisschen dieses Klima gewöhnt, wie das man in Deutschland hat. Ich stimme nicht zu, aber es freut mich, dass dir der deutsche Regen gefällt. Vielen Dank, Rustem Dauter.